habe ich hier neben mir stehen Corinna Degenhardt und die Caroline Mönch vom Hospiz Elias, denn die Veranstaltung hier Night Fight wird zugunsten des Hospiz Elias findet auch statt. Hallo erstmal euch beiden. Hallo. Wie geht's euch? Ja, uns geht's sehr gut. Wir haben hier wirklich schon eine tolle Zeit verlebt und sind hier mit mehreren Kollegen und Kolleginnen vor Ort und haben uns sehr gefreut, dass wir heute hier sein dürfen. Jetzt seid ihr ja, habt ihr mir erzählt, das zweite Mal schon dabei bei der Boxveranstaltung Event vom Rainer. Wie kam es denn dazu, dass ihr überhaupt mit dabei seid, dass es zugunsten zum Hospiz Elias ging? Ich glaube, der Rainer hat einfach ein sehr großes Herz und sein Herz schlägt für die Hospizarbeit. Und er hat letztes Jahr Kontakt aufgenommen zu unserem Einrichtungsleiter, dem Rolf Kinninger. Und der war natürlich sofort Feuer und Flamme, weil wann kriegt man schon so eine Gelegenheit? Das ist ja wirklich sensationell. Und deswegen sind wir heute wieder hier. Ja, und haben uns extra in Schale geworfen, dass man uns nicht übersieht. Und sind fleißig am Spenden sammeln. Sehr schön. Ja, aber das muss ich wirklich sagen, euch übersieht man überhaupt nicht. Ich habe sofort gesehen, da sind sie, die muss ich mir noch ranholen. Wie hast du jetzt schon gesagt, ihr seid auch rumgegangen, habt gesammelt. Was macht ihr noch hier so bei dem Event? Gibt es noch irgendwas Spezielles? Also wir erzählen natürlich auch über unsere Arbeit, also für die Menschen, die es interessiert. Was machen wir in der Hospizarbeit eigentlich? Also wir begleiten die Menschen, die eine lebensverkürzende Erkrankung haben. Ganz viele Menschen mit Krebserkrankungen, aber auch mit schweren Erkrankungen einzelner Organe, die einfach zum Tode führen, über kurz oder lang, und begleiten die quasi auf ihrem letzten Lebensweg, medizinisch, aber auch psychosoziale Betreuung, damit sie würdevoll und respektvoll ihren letzten Lebensweg gehen können und sterben können, ohne Schmerzen. Das ist eigentlich so das Allerwichtigste, ja. Stelle ich mir extrem schwierig vor. Also ich weiß nicht, ob ich es machen könnte, deswegen Hut ab vor euch. Ja, vielen Dank. Wie geht ihr denn da mit solchen Situationen wenn dann auf einmal einer nicht mehr da ist? Ich meine, ihr betreut ja jetzt auch schon länger. Habt ihr da so spezielle Einrichtungen für euch oder wie macht ihr das? Also natürlich ist es für uns auch immer schwer, wenn wir Menschen lange begleitet haben und die versterben dann. Aber es gibt auch unglaublich viel Dankbarkeit von den Angehörigen und man hat immer das Gefühl, was Gutes zu tun, weil die Menschen immer in Frieden sterben dürfen, ohne Schmerzen und ohne Leid. Und wenn es uns belastet, haben wir natürlich auch Supervision oder wir reden viel im Team zusammen. Und ja, für mich kann ich sprechen, ich habe einen Hund und mit dem gehe ich dann nach meinem Dienst spazieren und um einfach ein bisschen abzuschalten. Und wenn man euch noch weiter unterstützen möchte, euch helfen möchte, wie geht es, wie funktioniert es, was kann man machen? Also wir haben wir können spenden natürlich, wir würden uns über Spenden freuen, auf das Konto des Hospiz Elias. Das ist ganz wichtig, weil wir ja nicht voll finanziert werden. Also wir kriegen zwar, die Menschen werden zwar über die Krankenkassen versorgt, aber das Hospiz braucht trotzdem noch Spenden, um eben zusätzliche Angebote zu machen, auch wie zum Beispiel Musiktherapie oder Atemtherapie und natürlich um weiterhin. Danke. Vielen Dank. Um natürlich weiterhin, es sind Räumlichkeiten zu renovieren und das muss natürlich auch alles bezahlt werden. Genau. Also Spenden und ehrenamtliche Arbeit sozusagen. Genau, richtig, ja. Kommen wir jetzt mal wieder zu dem Event. Einfach auch was Schönes, was Leichtes. Wer ist denn so euer Boxfavorit von den Boxern? Habt ihr da irgendeinen oder habt ihr so einen bestimmten Kampf, wo ihr euch drauf freut? Eigentlich den Hauptkampf jetzt, ja, den Hauptkampf jetzt. Also dafür sind wir jetzt auch hier und sind ganz gespannt und haben jetzt auch quasi unseren Tisch verlassen und machen jetzt das Interview, um dann eben auch in die Halle zu gehen. Ja, sehr schön. Ja. Dann vielen Dank für das kleine Interview und dann wünschen wir euch hier noch ganz viel Spaß und dass natürlich noch ganz viele Spenden kommen und noch viel gespendet wird. Mhm. Und wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und ich finde es großartig, was ihr macht. Vielen Dank. Ja, danke schön. Dankeschön.